Ja, hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Jarakay und wir spielen Halo Spartan Assault, das Arcade-Game, der Top-Down-Shooter. Das ist sozusagen ein Spin-off. Und für diejenigen, die nicht wissen, was ein Spin-off ist ein, sag ich mal, ein Spiel, je nach Serie, was halt so wie Halo ein Ego-Shooter ja ist und eine Serie vertritt, weil sie halt schon mehrere Geschichten erzählt und ne, ihr kennt ja, wie viel, ihr wisst ja, wie viele Halo-Teile es gibt. Und wenn dieser Titel aber mit der Story und so aber an sich auf einmal ein Top-Down-Shooter beziehungsweise ein Strategiespiel wird wie Halo Wars und halt nicht mehr den Wurzeln, dann nennt man dies ein Spin-off. Dass man die Charaktere und die Story in einem anderen Spielegenre mit reinmischt. Und dass das auch funktionieren kann, sehen wir eigentlich bei Halo Wars. Fand ich das mit das beste Strategiesystem, auch wenn es nicht so komplex war, war es doch sehr geil für Controller auf jeden Fall gemacht. Da muss man den Jungs auf jeden Fall mal ein Lob aussprechen. So, und aber weiter geht's hier in der, ja. A2 Mission Gegenangriff bei Mirror Mantle, wenn man das so richtig ausspricht. Okay, die endlosen Eisflächen von X50 Mirror Flats wurden von zwei emporragenden Eisklippen flankiert. Nachdem die Allianz ihr Haupt-Wraith-Bataillon, oh Gott, die Alpha-Einrichtung angreifen ließ, setzte sie mit Hilfe von Phantoms an der östlichen Klippenwand zügig Artillerie zur Unterstützung ab. Solange diese Artillerie einsatzbereit war, wäre eine Gegenoffensive des UNFC blanker Selbstmord gewesen. Einrichtung Alpha wurde daher zu einem leichten Ziel. Spartan Palmer und eine neue Abteilung Marines wurden beauftragt, die Position der Allianz zu infiltrieren und die Plasma-Artillerie zu zerstören. Oh, jetzt habe ich gerade Mundwüste. Die Navigation durch die labyrinthartigen Spalten des Mirror Mantle Ridge wäre eine unlösbare Aufgabe für die meisten Soldaten gewesen. Doch Palmer konnte das Terrain zu ihrem Vorteil nutzen und die Artillerieeinheiten überraschen. Ihr Sieg war entscheidend, um Einrichtung Alpha eine Überlebenschance zu ermöglichen. Ihr seht, ich versuche zu betonen, das ist nie meine Stärke und so langsam. Ich gebe mir Mühe, das ein bisschen spannend zu lesen für euch. Und let's go! Wir können ja mal meinen Totenkopf mal angucken. Der Spartan kann sich nur auf seine Schilde verlassen. Das Abfallen von Waffen verbraucht. Ja, du spinnst wohl. Fallen gelassene Waffen haben weniger Munition. Damit kann ich leben. Schilde laden nur bei Nahkampfangriffen gegen Feinde wieder auf. Nee. Gegner stellen eine größere Herausforderung dar. Blind. Wichtige Hardelemente werden ausgeblendet. Ist egal. Ich spiele erstmal mit einem. Kevin. The Ace Grace. Was? Die Selbstmord-Runs. Meine Güte. Das ist die einzige Chance gegen. Diese Dinge ist eine gut bestimmte M-Journier-Überlastung. Dadurch kann man sie von schön weit weg erledigen. Warum Kevin? Warum steht da mein Name? What the fuck? Das gehört mir, ne? Ja. Yay, yay. Okay, Freunde, los geht's. Los geht's, los geht's. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch seine Rüstung ändern kann, weil das konnte man ja eigentlich auch schon in Halo 3. Also hoffe ich, dass ich nehme erstmal nur die Pistole. Genau deswegen. Scheiße! Ein bisschen mit einem. Scheiße, Scheiße. Das geht gar nicht kaputt oder was? Oh, seht ihr da unten die Panzer? Und die Schlacht? Na, läuft doch hier. Gar keine Chance. Oh ja. Alter. Stehe unter Beschuss! Keine Muni. Oh, endlich. Oh. What the... Jawohl. So wird's gemacht, Jungs. Piss dich. Nicht mit mir, Jungs.
Oh ja, zerstören Sie die Brennstoffgeschütze. 1 von 3. Okay. Wir haben schon mal eins zerstört. Dann wollen wir doch mal auf zum nächsten. Yay, yay. Irgendwie mag ich das Spiel. Also, ich bin generell Halo-Fan. Also von daher nicht, auch nicht der übertriebenste, aber ich mag die Serie und habe auch jeden Teil mehr als einmal gespielt. Und aber ich habe nur Halo Reach auf Dings gespielt. Es ist das einzige Halo. Fuck it. Oh ja. Ey, ich habe so wenig Munition. Nein. Ah, ich habe nur eine Granate im Petto. Boah, was? Guter Treffer. Lauf. Ich habe keine Muni. Scheiße. Ich krieg hier zu viel ab. Ich sehe sie. Oh ja. Ja, ich auch. Ich habe keine Muni. Also nicht wirklich viel. Oh Mann, das muss. Scheiße. Ah, fuck. Und ich habe keine Muni, Alter. Ah. Ach so, das ist eine Fähigkeit. Ah, ich habe Granaten aufgesammelt. Nein. Nein. Oh, knappe Mist hier. Ich habe keine Muni. Ich brauche mehr Munition, eindeutig. Oh, fuck. Dankeschön. Oh. Nein! Nein! So eine Kacke. Ja, spielen wir das wohl nochmal. Die ganze Mission. Ja, Leute, wird der Part wohl etwas länger. Egal. Geht ja fix. Wäre schön, wenn ich alles beim ersten Run schaffen würde. Ich glaube, ich hätte den Totenkopf nicht mit reinnehmen sollen. Aber Sichtkontakt. Warum? Ja. Das ist ein Fett weg. Mann, geh da runter. Dankeschön. Nee, dann nehme ich doch lieber meine Pistole. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Okay. Oh yeah. Oh!
Heiz bräuchte ich schon mal Munition. Jetzt wäre eigentlich Munition gar nicht so verkehrt. Aber wir schaffen das. Und noch eine, ist die letzte. Stehe unter Beschuss. Oh ja. Oh ja. Erreichen Sie den Abzugspunkt. Ich sehe Sie. Scheiße, nicht getroffen. Okay. Na siehst du, es ging noch relativ zügig diesmal. Der Versuch. Ah, auf X komme ich also da rein und kann dieselbe. Alles klar. Dann weiß ich schon mal. Geht's hier jetzt wohl weiter? Oder auch nicht? Achso, da unten auf der Karte. Ich glaube, der Punkt da unten, ne? Das, ist bloß scheiße, dass man irgendwie nicht springen kann. Oh yeah, Leute, Mission erfolgreich. War jetzt ernsthaft, wir hätten es fast geschafft, das Ding da zu füllen. Ja, Leute, das war's dann auch wieder für diese Folge mit Halo. Ich hoffe, euch hat die Folge etwas gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben oder... Ne? Ihr wisst ja, was mich glücklich macht. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns im nächsten Part auf jeden Fall wieder. Und bis dahin, euch noch einen chilligen Tag und tschüss.